Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video und zwar spiele ich heute wieder eure Level und wer steht hier eigentlich schon die ganze Zeit bei mir? Achso, Charlie. So, als erstes spielen wir hier Kulter bei Mischa 2.0, der hat mir ja schon mal ein Level gemacht, würde ich mal sagen. Schauen wir einfach mal rein, wie das so ist. Ich glaube, das war dieses Level mit dem Boxen und jetzt haben wir hier, ich glaube, ist das die Pirateninsel? Ich weiß gar nicht. Das ist so eine andere Map, glaube ich. Und wo fängst du an hier überhaupt? Achso, hi Kulter, das ist mein zweites Level. Viel Spaß. Dein Mischer. Grüße an Till. Till Freak. Ja, schönen Grüße an Till Freak. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es jetzt mal nicht wieder so ein Boxen-Level ist, weil da habe ich in letzter Zeit mehrere von bekommen. Ich fahre natürlich direkt runter. Das ist einfach voller Spoiler. Wir sind jetzt hier beim Chris. Wer ist in Star Wars gestorben? Das ist wirklich ein kleiner Spoiler. Aber ich wusste das auch schon vor dem Film, weil das irgendwie in der Schule gelabert hat. Nein! Jawohlski, so. Also ich fand's von der Kreativität, fand ich's okay, weil das war diese vorgefertigte Map. Sprünge fand ich gut und Optik, ja, fand ich denn die Optik? Fand ich auch okay, so. Ey, geh mal da weg. Du musst das andere zensieren. Oh! Was denn dir? Ein bisschen weiter nach rechts, von mir aus gesehen. 10 Stunden später. Danke fürs Spielen, lass eine Bewertung da. Dein Mischig, viel Spaß noch. Das untere kann ich jetzt nicht lesen. Soll ich es dir vorlesen, lieber? Na, so geht das, kannst du ruhig weggehen. Kulter, du bist mega geil, ne, Homo? Machst du weiter? Ja. Hallo. Danke auf jeden Fall. Für dein Level hat mir auf jeden Fall gut gefallen, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt auch mal das nächste Level direkt. Und zwar spielen wir jetzt von Darkshark 53, Kulter Quiz und Jump'n'Run. Da bin ich mal gespannt, was Apple in Minecraft da für ein Quiz für uns vorbereitet hat. Okay, gut, ich habe gerade gelesen, beziehungsweise Charlie hat gelesen, da steht Jump'n'Rush, aber ist ja auch egal. Aber ich bin wirklich gespannt aufs Quiz, mal sehen. Oh nein! Ich hasse dieses Speed-Kack, ich bin da zu inkompetent für. Lol. Kann man da eigentlich auch einfach drüber rennen? Nee, ne? Nee, man muss springen. Ich spring einfach immer dann, wenn du springst, okay. Yeah. Ey, das sieht doch schön aus. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Mach ich gleich einen Screen von. Ja. Wann wurde dein Server released? Oh, das ist das. Jetzt kommt's. Am 30. Ja. So. Was ist Toasty? Ein Toast. Hä? Doch, er ist ein echter Toast. Du hast deine Gefühle verletzt, Alter. Wenn ich dem das erzähle, dann heult er wieder rum. So, wie viel Slots hat der Kulter-Server? 50, gut. War ja jetzt nicht so schwer, das Quiz. So, und hier war es auch schon. Dankeschön für dein Level. So, Kreativität fand ich auch okay. Die Sprünge fand ich auch okay, weil es, ja, waren halt solche Standardsprünge, ne? Optik, fand ich ganz schön, gebe ich gut hier. Kulter versus Tanzverbot von Flawless. Wollen wir mal schauen, was der Tanzverbot uns heute so zu bieten hat. So, hier sind am Anfang auf jeden Fall... Was? Auf jeden Fall hier ein paar Schilder am Anfang. So, Regeln. Erstens, nicht hacken, ist ja Logo. Zweitens, Logo. Ihr kriegt direkt schlechte Laune. Zweitens, nicht abkürzen. Ja, das geht an dich, Sharky. Drittes, dieses Jump'n'Run muss mit mindestens 2 Freunden gespielt werden. Wer keine hat, Pech gehabt, ja. Ja, wir sind nicht zwei, wir haben nur einen Freund. Ja, genießt es einfach. Hinter dir ist Werbung, also nicht umdrehen, wenn du es nicht sehen willst. Story. Es ist wirklich passiert. Tanzverbot hat sich gewagt, eine Ansage gegen Kulter zu machen. Kulter wird kämpfen müssen, um diesen fiesen Fettsack zu bezwingen. Dann wollen wir mal den fiesen Fettsack bezwingen hier, ne? Hey, hier steht ja wirklich, das geht an mich. Endlich mal jemand, der bedacht hat, dass ich hier auch immer mitspiele. So, hier ist Tanzverbot. Schickst du mir einfach den Screen? Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, geh mal hier rein. So, das ist dein Name, du, so, ja, ja. Klein ist also Tanzverbots Gehirn. Ja gut, er hat wenigstens Gehirn, ich hatte ja letztens kein Gehirn. Ein Chris, WTF. So, was beleidigt Tanzverbot? Andere YouTuber. Nee, die Pocket Edition Spieler. Es ist eigentlich beides richtig. Achso, okay. Warum wird Tanzverbot gehatet? Weil ein Stück Scheiße ist, was nicht abgespült wurde. Weil ein Stück Scheiße ist, was abgespült wurde. Nee, wurde nicht abgespült, würde ich sagen. Richtig. So, du, endlich ist dieses so mega schwere Quiz vorbei. Ja, ich habe gerade auch dreimal geschnitten ungefähr. Als ob du da schon fertig bist. Wo ist denn hier der Kampf? Hä?
Ach, das Fortsetzung folgt. Fortsetzung Damit verabschiede folgt. Ich mich und das nächste Level ist schon in Arbeit, wenn du das hier gespielt hast. Mit freundlichen Grüßen, Flawless. Ja, freue mich auf jeden Fall. Hier nochmal, du hast es nicht geschafft, Tanzbado zu bezwingen. Jedoch hast du gesehen, wie es in ihm aussieht und das ist gut. Naja, ob das so gut war, weiß ich jetzt nicht unbedingt. So, das war's mit dem Jump'n'Run. Also erstmal hier Kreativität auf jeden Fall sehr gut, weil Tanzverbot, da kommt nicht jeder drauf. Sprünge fand ich eigentlich auch ganz gut und Optik fand ich okay. So, das war's mit dem Jump'n'Run. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bauzeit 1 Stunde, Creator Flawless und It's PvP Justin LP. It's PvP Justin LP war übrigens der mit dem Level Kulter Weg. Genau, hier, da dachte ich nämlich, das war Justin, yo, aber das war der gar nicht. So, auf jeden Fall, Dankeschön auch an dich für das Level. Wir hatten heute wieder sehr gute Level mit dabei. Und dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter. Wir haben allerdings nicht mehr so viele Level. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch einfach mal eins bauen. Dann irgendwas mit Kulter in den Namen reinschreiben. Dann kann ich es auch mal spielen. Und dann würde ich sagen, war's das von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut da rein, bis dahin und ciao.